ja, das Thema Lippen. Ui, 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 ui. Ich weiß, so wichtig ist es ja gar nicht. Und hey, am Ende des Tages, wenn wir in den Spiegel schauen, sie fallen uns halt doch irgendwie nebst unseren Augen immer ganz schön auf. Oder vor allen Dingen, wenn sie anfangen, Plissifalten zu bilden. Oder wenn der Lippenstift auf einmal in alle Richtungen verläuft. Oder wenn es nur noch so zwei weiße, feine Linien sind, obwohl wir uns genau erinnern. Und auch auf Fotos von früher nachweisen können, wir hatten mal Lippen. Das ist übrigens ziemlich einfach. Lippen sind ja so dünn behäutet, dass wir hier echt schnell Resultate erzielen können. Kosmetisch brauchen wir allerdings ein bisschen Wumms, denn an der Lippenpartie gibt es nur ganz, ganz wenige Poren, durch die wir zum Beispiel einen schönen Peptidkomplex einschleusen können. Also wir können mechanisch relativ schnell Effekte erzeugen, sollten wir auch tun, über Peelings und Gymnastik. Und bei der Behandlung von Lippen, da gibt es die stärksten, langanhaltendsten Effekte. Da brauchst du allerdings etwas Geduld und Spucke und dranbleiben. Oder so. Fangen wir mal an mit dem Peeling. Viele Menschen peelen ihr Gesicht mittlerweile. Ja, den Körper auch. Ja, okay, nur die Lippen. Das meiste, was du dafür brauchst, oder vermutlich alles, hast du schon zu Hause. Das simpelste Rezept für ein richtig tolles Lippenpeeling ist, und das verlinken wir natürlich auch nochmal unter diesem Video, 2 Teelöffel Honig, 2 Teelöffel brauner Zucker, 3 Teelöffel Oliven oder Kokos oder Avocadoöl. Avocadoöl kriegst du im Biomarkt, im Reformhaus, in der Apotheke. Avocadoöl ist für die ganz, ganz trockenen Lippen sehr gut geeignet. Die schnell rissig werden und brüchig und schuppig und so weiter. Die anderen beiden Öle sind einfach nur schön. Das verrührst du miteinander. Dann verreibst du es ganz sanft auf den Lippen. Vorsicht, die Zuckerkristalle reiben sich zwar ein bisschen rund mit dem Öl, nur trotzdem ist es scharf. Also sanft einreiben. Und dann, das ist der Trick, das machen die meisten falsch. Die nehmen es dann direkt wieder runter oder essen es auf. Dann 10 bis 15 Minuten sitzen lassen, damit die guten Inhaltsstoffe auch am Mund diffundieren können und die Lippe so lange wie möglich was davon hat. Wenn du, da gehöre ich dazu, gerne auch die Lippen tatsächlich etwas plumpen möchtest, also nicht nur für mehr Zellstoffwechsel mit Sauerstoffzufuhr sorgen möchtest. Dann nimmst du noch 5 bis 10 Tropfen Pfefferminzöl mit in diese Mischung. Weil das fördert die Durchblutung so richtig. Und wenn ich das dann runternehme nach 10, 15, es prickelt allerdings ein bisschen. Wenn ich das dann runternehme, habe ich wirklich den Mund für den abendlichen Flirt, Hammer. Okay, let's go. Kleine Anmerkung, das Ganze machst du bitte 1 bis 2 Mal in der Woche. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenk uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Der nächste Tipp-Trick ist pflegen, 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 pflegen und zwar nicht mit irgendwas. Weil da kommen wir zum nächsten Punkt. Unsere Lippen lieben Pflege und du siehst bei Menschen, die ihre Lippen regelmäßig pflegen, einfach einen Unterschied. Es gibt da 2 verschiedene Pflegearten. Das eine ist die sogenannte Behandlung. Dafür benutzt du spezielle Lippenprodukte, Lippenseren, Lippenmasken. Das gibt es alles. Und da achtest du bitte auf eine möglichst hohe Peptiddichte, also Wirkstoffpeptide. Das kannst du erfragen in der Parfümerie. Oder mein Produkt dafür ist der Miri Push-Up Lip Treatment Balsam. Das ist keine Lippenpflege, sondern da geht es wirklich nur, dass so viele Peptide wie möglich direkt in den Rand der Lippe und auf der Lippe eingeschleust werden können. Der hat auch ein bisschen Pfefferminze drin, einfach damit die Poren sich öffnen und die guten Peptide auch reinkommen. Wie gesagt, wir haben hier nicht so viele. Da solltest du auch drauf achten, wenn es im Lippenserum oder der Maske nicht drin ist, kannst du dir vielleicht nach deinem Peeling einfach das drauf machen. Empfiehlt sich sowieso. Ich mache das jeden Abend drauf und wenn es eingezogen ist, was sehr schnell geht, dann kommt die Fettpflege, weil die Haut eben hier so ein dünnes Häutchen, so empfindsam und da bitte nur naturreine Öle und Fette wählen. Insbesondere gut geeignet dafür sind Mandelöl, Macadamiaöl, Avocadoöl, ach so diese totalen Schmackofatz-Dinger. Und die gibt es natürlich von Naturkosmetikherstellern wie Dr. Hauschka, Lavera, Kneipp. Also da fallen mir einige ein. Können wir euch auch gerne nochmal in die Caption scheppern. Der 3. Tipp von 4 übrigens ist Gymnastik für die Lippen. Ja, das gibt es. Es gibt Gesichtsyoga und Gymnastik für die Lippen und hier mit richtig, richtig guten Effekten. Ich bin sehr glücklich mit meiner 50-jährigen Mundpartie. In meiner Familie gibt es sehr viel Plissewurf, also genetisch wäre es prädisponiert. Nur ich mache halt schon was, seit ich 21, 22 bin, ganz gezielt für meine Lippen. Damals gab es ja noch keine Lippenseren, ne? Habe ich Augenserum für die Lippen benutzt. Oh mein Gott!
Und auch Lippengymnastik mache ich sehr gerne und sehr viel. Die machst du bitte immer mit gewaschenen Händen, das ist ganz wichtig. Ich habe dazu auch mal bei YouTube geschaut und dir ein Video verlinkt, kannst dir gerne mal anschauen. Eine der einfachsten Übungen zum Straffen und Vermeiden von Plissifältchen ist, die Finger hier oben, also an diesem Amorbogen, die Zeigefinger so anzusetzen. Am besten machst du ein bisschen Öl auf die Finger und dann zur Wange hin den Finger nach da zu ziehen. Es tut übrigens auch richtig gut. Und das machst du dann hier auch. Und dann setzt du hier wieder an und machst es auf beiden Seiten wieder. Und das machst du vorm Spiegel ruhig mit ein bisschen Druck. Schaust, was dir gut tut. Wehtun soll es natürlich nicht. So 5 Minuten am Abend. Es nutzt richtig was. Ja, also in diesem Video gibt es noch mehr Übungen, die sind alle tipptopp. Das ist so mein Sportprogramm für die Lippen. Kannst dir gerne mal anschauen. Ja, und dann natürlich lächeln und lachen. Das ist super für die Lippen. Nicht nur, weil dann ganz tolle Hormone freigesetzt werden, die absolut verjüngend wirken. Ist verrückt. Fröhliche Menschen, optimistische Menschen und so weiter haben weniger Probleme mit ihrer Haut. Da gibt es ganz viele verschiedene Studien zu. Und das Lächeln, das diese Endorphine freisetzt, genauso wie das, also nutzt diese Momente. Erzähl dir selber Witze, die du noch nicht kennst. Ganz, ganz wichtig. Ist eben auch super für die Glättung der Lippenpartie hier, gerade wenn du schon unter Plissifältchen leidest. So, und der vierte Tipp. Da habe ich neulich eine coole Erfahrung gemacht. Das habe ich erst jetzt entdeckt. Das ist so mega! Wusste ich schon, nur ich habe es selber nie ausprobiert und eine Maskenbildnerin bei HSE hat es bei meiner vorletzten, beim vorletzten Sendetag, hat die das mir mal hingeschminkt. Das sind die sogenannten Plumped Lips, allerdings wirklich professionell ausgeführt. Dieses etwas größer Schminken, als der eigentliche Lippenrand ist. Ja, nur wenn ich das mache, sehe ich aus wie ein Clown, Entschuldigung. Nö, kein Problem. Der Trick ist wohl, hier am Amorbogen deutlich zu überziehen, an den hinteren Rändern, also hier im Mundwinkel, allerdings diese Lippenkontur genau auf die Lippe zu setzen, damit es nicht übermalt aussieht. Nur das ist so ein krasser Effekt der Lippenvergrößerung optisch, der Lippenverfarbigung. Natürlich darf dazu die Haut unten drunter stimmen und zur Pflege habe ich dir ja jetzt genug erzählt. Ein Video mit einem Tutorial, wie du diese Lippen schminkst, das verlinken wir dir auch unter diesem Video. Und damit danke fürs Zuschauen. Mit deinen wunderschönen Lippen küsst du jetzt mein Abo-Button. Diesem Kanal tut's so gut. Und allen anderen, die schon abonniert haben, danke, danke, danke. Wir können es nicht fassen. 1200 Menschen hier seit Juli. Irrsinn. Wir sind überglücklich. Bis nächste Woche.